Lebst du zu sehr im Kopf? Quälen dich viele Gedanken und du verlierst langsam das Vertrauen in das Leben und vielleicht sogar in dich selbst? Wirst du zunehmend unruhiger? Dann wird es jetzt Zeit, mal genauer hinzuschauen. Diese Meditation ist auch zum Mitarbeiten geeignet, aber vor allem sollen die positiven Gedankensätze dich im Schlaf begleiten und so besonders tief von deinem Unterbewusstsein aufgenommen werden. Manchmal ist es notwendig, einfach mal den Kopf auszuschalten, um Erfolge zu erzielen. Zunächst suchst du dir einen ruhigen Platz, an dem du diese Meditation hören möchtest. Ganz egal, ob es die Couch ist für den Mittagsschlaf oder das Bett für die Nacht oder einfach mal so zum Entspannen. Mach es dir so bequem wie möglich. Mummel dich richtig ein. Kissen, Decke. Vor allem aber Handy aus, damit du nicht gestört wirst. Atme tief bis in deinen Bauch ein und langsam wieder aus. Lege zur Kontrolle deine Hände auf deinen Bauch und fühle, ob der Atem wirklich dort unten ankommt. Mit jedem Einatmen fließt frische Energie in deinen Körper. Und mit jedem Ausatmen lässt du den Stress des Tages los. Fühle, wie du mit jedem Ausatmen den Stress abgibst und dein Körper dadurch immer schwerer und schwerer wird. Mit jedem Atemzug gleitest du immer mehr und mehr in eine angenehme Entspannung. Es ist deine Entspannung, die du da fühlst. Dein Körper weiß genau, wie er dich in die Entspannung führen kann. Du brauchst es nur zuzulassen. Jetzt hast du nichts weiter zu tun, als deine Augen zu schließen und dich zu entspannen. Jedes Geräusch, das du jetzt noch wahrnehmen kannst, stört dich gar nicht. Ganz im Gegenteil, es entspannt dich noch viel mehr. Lass vollkommen los. Und wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann schließe jetzt deine Augen. Genieße den Augenblick. Dein Körper ist angenehm schwer und du gleitest immer tiefer und tiefer in deine Entspannung. Wenn du gesund und ausgeglichen leben möchtest,
solltest du hin und wieder mal dein Leben betrachten. Dazu nehmen wir heute den Baum des Lebens zu Hilfe. Kennst du den Baum des Lebens? Wusstest du, dass auf dem ganzen amerikanischen Kontinent der Baum des Lebens ein heiliges Symbol ist? Seine Wurzeln reichen tief in den Boden, in das Unbewusste, und seine Äste hoch in den Himmel, zu der göttlichen Energie. Zum Leben braucht er den Boden, aber auch den Himmel. Damit kein Sturm ihn entwurzeln kann, müssen seine Wurzeln tief in den Boden reichen. Und damit er wachsen und gedeihen kann, braucht er Wasser und Sonnenlicht. Stell dir vor, du bist ein Baum. Stell dir vor, der Lebensbaum bist du. Du stehst stabil und fest inmitten eines Waldes. Du lässt jeden Tag die Wurzeln deines Baumes tiefer und tiefer in das Erdreich wachsen. Fühle, wie tief sie gehen und wie du sie langsam immer tiefer und tiefer schiebst. Fühle es. Wenn sich deine Wurzeln ausreichend im Erdreich ausgedehnt haben, kannst du jetzt damit beginnen, deine Äste wachsen zu lassen. Lasse sie wachsen. Setze deine ganze Kraft in das Wachstum der Äste und Blätter. Lass sie gedeihen. Du hast genau so viele Äste, wie du Wurzeln hast. Die Blätter deines Baumes wehen im Wind und nehmen Sauerstoff auf. Du kannst es fühlen, wie du bei jedem Einatmen immer mehr und mehr mit dem Sauerstoff versorgt wirst. Atme tief und versorge deinen Baum mit Sauerstoff.
Die Rinde deines Baumes ist rau. So manche hat sich schon daran gerieben und Narben hinterlassen. Dafür ist aber dein Herz umso weicher. Deine Blätter rascheln im Wind. Fast kitzelt es ein wenig. Und so mancher Vogel hat sein Nest in deiner Baumkrone gebaut. Er vertraut dir, dass er dort sicher und geborgen seine Jungen aufziehen kann. Du stehst sicher und voller Energie inmitten des Waldes, mit beiden Beinen feststehend auf dem Boden. Kein Sturm kann dir etwas anhaben. Deine Wurzeln sind tief genug im Erdreich. Deine Baumkrone wiegt sich elastisch im Wind. Dein Oberkörper bleibt beweglich und für alle Richtungen offen. Kein Ast ist starr, denn sonst würde er brechen. Beweg dich mit dem Wind. Welche Nährstoffe braucht dein Boden, damit dein Baum noch stärker herauswachsen kann? Was macht dich jetzt glücklich? Welche Träume möchtest du leben, um dir dein Schicksal in Achtsamkeit zu erschaffen? Welche Blüten möchtest du hervorbringen? Welche Früchte möchtest du ernten? Und wo möchtest du deinen nächsten Samen ausbringen,
damit sie wachsen und gedeihen können. Nutze deine Schöpferkraft. Jetzt. Du atmest ruhig und gleichmäßig und gleitest langsam in einen angenehmen Schlaf. Dein gesamter Körper ist schwer. Deine Augenlider sind geschlossen. Und du sinkst immer tiefer und tiefer in einen gesunden und wohltuenden Schlaf. Dein Unterbewusstsein wird alle Informationen aufnehmen, die für dich hilfreich sind.
Ich bin.